Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, wir wurden ja jetzt von StarTube verstoßen, aber wir können immer noch unsere Mission machen. Jetzt ist die Frage, was kann ich jetzt noch machen am Ende? Oder ist es sozusagen Game Over angesagt? Weil ich habe doch das Ganze jetzt rein theoretisch gebraucht, um die Mission zu machen, oder? Bedeutet, jetzt kann ich ja nichts mehr hochladen, man sieht es nicht mehr und. Wenn wir noch einen Monokoff-Cocktail oben einsetzen. Oder wir dann schauen, was passiert, wenn wir die Monokoff-Cocktail-Mission machen. Und schauen, was da passiert. Eine süße Rakete. Umgerüstetes Jet-Triebwerk. Aber mal. Ich sollte eine Horizontale erreichen, ne? Okay, warte mal. Weg zu Drawing Board. Eine Nachricht erhalten. Das. Oh, schon! Warte mal. Staffel sperrt Mitglieder aus der gesamten Community. Ich kann auch keine Videos mehr hochladen. Sie entfernen nicht nur Inhalte, sie löschen auch ganze Kanäle. Sie erklären uns für schuldig, bevor wir überhaupt was getan haben. Scheiß auf die. Ich hab nicht gedacht, dass es so weit geht. Zufällig ist ein Krieg gegen die Raketenbauer. Sie haben Angst vor uns. Nichts zu sagen. Verdammt richtig, das ist Zensur. Das S, okay. Klingt gut. Alternative sozusagen. Wie praktisch. Genau. Okay, jetzt sage ich Next Space Rebels Network, okay. Ausführen. Da sind meine Uploads. Holy shit, okay, das ist jetzt. Das war Plan. Rang neu. Deswegen war das auch eine Mission. Hm. Das ist wirklich einiges getan. Ich hoffe, dass du dich zu Hause fühlst. Das ist echt toll hier. Jetzt scheiß aufs Ende Design. Hauptsache es funktioniert. Beeindruckend. Warum sollten wir unsere verschlimmbessern? Wir können zudem alle Videos aus deinem StarTube-Konto portieren, selbst die gesperrten. Jeder sollte die Freiheit haben, hochzuladen, was er möchte. Das können wir leider nicht mithalten. Hier gibt es keine Monetarisierung. Aber kein Einkommen. Nein, tut mir leid, aber Inhalte sollten über Erträge stehen. Immer. Stimmt, Geld ist nicht wichtig. Immer das Wichtigste. Das ist richtig. Und was du willst. Ist treu. Ganz deine Meinung. Mir ist jetzt nochmals herzlich willkommen im Network. Ich freue mich schon auf deine neuen Videos. Okay, das ist doch geil, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt kommt. Dann müssen wir jetzt diese Rakete hier drehen. Musik verändert sich gerade, kann das sein? Okay. Aber nochmal, ich darf ja nichts von anderen Teilen im Grunde. Das darf ja nur Schrott sein. Alter, die Musik geht ja ab. Wie geil ist das denn jetzt? Ich baue jetzt von der Kinetik ein Lenksystem ein. Und
wenn alles gut läuft, dann müsste ich ja jetzt sozusagen von hier nach da. Bauen können, okay. Und wenn ich hier gucke, links, rechts, okay. Bauen. Schauen wir mal, wie das funktioniert, ob ich damit was mache. Und Start. So, okay. Wir sind bei 1,516,718. Schauen wir, halten wir die Nase hoch. Okay, jetzt sollten wir die Nase wieder nach unten senken können und... Paff! Das war das Holz sozusagen. Beenden. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier auch Video hochladen mit dem Nextpay. Das ist ja mega geil. Feuer, Molotow, also Scheppi und Schwing nehmen wir nochmal hier. Das ist unsere erste lenkbare Rakete auch, wenn man es so sieht, ne? Kombination umgezogen. 202 neue Follower. Fortsetzen. Sehr schöne Erfahrung. Okay. Marketing Update. Was ist jetzt los? Was? Wir möchten dir versichern, dass wir die Raketenbau-Community voll und ganz unterstützen. Wir sind mit der unrechtmäßigen Löschung von Konten durch Statue-Mitarbeiter alles andere als einverstanden. Irgendwie, das habe ich mir... Ja, das sind ein Haufen Arschlöcher. Zum Glück hat sich genau im rechten Moment eine Alternative aufgetan. Das ist schön zu hören. Du gehörst zu den wichtigsten Akteuren der Szene. Wir wären sehr traurig, dich zu verlieren. Zur Unterstützung der Raketenbau-Community haben wir beschlossen, jetzt unser neuestes Update zu veröffentlichen. Wir haben die Erscheinungsbild von Marker Update völlig überarbeitet. Es wird jetzt über eine komplett modulare Oberfläche. Ordne einfach verschiedene Fenster nach Lust und Laune an, um das Programm an einer Raketenbauanforderung anzupassen. Jetzt bin ich mal gespannt. Was passiert jetzt? What's happening? Kapitel 3? Wir, die Aufständischen, die Unbeherrschbaren, die Next Space Rebels. Alter, das Spiel. Radic Winter. Holy shit, was ist das denn? Next Space Rebels Software. Starte eine Rakete. Ziel setzen. What the fuck? Ich kann jetzt anfangen. Okay. Was ist das hier in der Mitte? Okay, wir bauen mal wieder. Alter, ich bin gerade überfordert. Ich kann das Ding echt anpassen, wie viel. Ausrüstung der Teile in 3D? Okay, fangen wir mal wieder mit unseren gehassten Holz an. Ausrüstung des Teils V. Okay, ich will dich jetzt hier anschließen. Okay, das finde ich, die Oberfläche, dass die sich verändert hat, finde ich irgendwie geil. Mit Widerstandsanzeige, ich glaub's ja kaum. Wie geil ist das denn? Weil wenn ich das Teil nehmen will und hier unten anschließe, kann ich hier gucken, wie der Widerstand auf die verschiedenen Sachen ist. Geil. Den Button verstehen wir nicht ganz. Die Ausrichtung des Teils verändern. Okay, wir wollen mal wieder eine simple Rakete, würde ich sagen. Wir nehmen aus dem Bereich Triebwerk einen unserer Neuerwerbungen. Und nehmen dann als Treibstofftank... Oh, der ist ein bisschen zu groß, würde ich sagen. Du bist zu groß, du kommst nicht mit. Ach scheiße, jetzt, wie ist denn das jetzt? Kann ich jetzt einfach 11 drücken? Ah, 11 ist die
die Lösung. Warte mal. Jetzt mal wieder umplatzieren alles. Eigenfass, holy shit, sind das große Tanks. Irgendwie schaut die Software sowas von anders aus. Okay, jetzt gehen wir mal auf Verkabelung. Das ist wahrscheinlich ein bisschen doof, aber... Okay, also was ich bis jetzt checke, ist das hier, dass das Flow Resistance ist. Was ich noch nicht ganz check, ist der Button hier. Aber der wird mir vielleicht noch erklärt, wer weiß es. Vielleicht soll ich einfach nur eine Rakete starten. Wir wissen noch nicht, was die neue App macht. Und weg. Das Ding hat ganz schöne Geschwindigkeiten drauf. Und irgendwie zittert die. Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Schau dir die an, ich habe noch nicht mal in irgendein Bauteil eingebaut. Hä, was ist hier schief? Wenn die so weitermacht, kann die wieder senkrecht landen anfangen. Und, wo ist er denn? Das war unspektakulär, Leute. Aber hochladen, wir brauchen... Reise, Meile, Tulpen, Triebwerk, Treibstoff. Hochladen. Super Kombinationen, das ist natürlich geil. Wie viele Abonnenten? 1,5. Das boostert. Sehr schönes Video. Wir haben alle einen Unter von hier mitbekommen. Ich teile das Video bereits. Wow. 5? Das Internet. Naja, wir schauen hier nichts im Video selber an. NSA-Oberfläche. Ganz okay. Habe ich doch gerade erklärt. Wir haben ein Vermessungsgummi genau für diesen Schnittstelle gemacht. Okay. Free Modia machen also Tags. Kein Schrott mehr. Hallo Herr und Frau Raxamus. Ich kautisch über Team schon. Du hast alles so. Gut, er wird jetzt im Gefängnis verrotten. Sehr schade. Ich möchte Leute von Schrott. Aber ich habe jetzt neue Freunde. Herr Heidegger sprach mit mir sehr freundlich. Freund, ich arbeite jetzt mit Next. Space Rebels, ja. Reddick sollte mit dir reden. Schauen wir mal. Das ist das Ende. Warum? Und das ist einfach so bescheuert. Sie wollten das doch. Das war Rowley seit der, vergangen gar nichts. Rowley wurde verhaftet. Sie haben ihn wegen Brandstifte einkassiert. Offensichtlich hatte sie ihn schon ganze Zeit am Auge. Ich habe Geschichten über die Krummdinger gehört, die er abgezogen hat. Sagen wir es so, ich bin froh, dass ich nicht alle Details kenne. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich einfach so ein bisschen Story, dass er so halt verrückt ist im Grunde, ne? Team Shot ist am Ende, wir sind Geschichte. Schönes Leben noch, Skript meldet sich auf. Begrüßungsgeschenk.
Hallo, ich bin gestartet, mir vorzustellen, ich bin Next Space Marker. Schon alles sagt. Ist einfach nur Rebel und Marker ersetzt. Erfahrung und Ausgabe, du bist jetzt ein richtiger Blitzmerker, so nennt mich meine Mutter immer. Aha. Also in aller Kürze. Meine Aufgabe besteht darin, die NSA bei der Entwicklung von Teilen zu unterstützen. Spezielle Teile exklusiv für die Community. Oh, ein ehrgeiziges Ziel. In der Tat, aber dafür bin ich genau der Richtige. Du bist ganz schön selbstbewusst, du. Das bin ich. Schön, dass es dir aufgefallen ist. Ich hoffe, dass mein Selbstbewusstsein anderen hilft, wenn wir alle hier bei NSA sind. Marker. Wir sind alle brillante Menschen, die tolle Raketen bauen. Das ist wahr. Kommen wir zur Sache. Ich präsentiere das NSA-Teilset. Könnte vielleicht einen spannenden Namen vertragen, wenn du Vorschläge hast, immer daher. Pupsi, das finde ich döver. Okay, warte mal. Was? Standardkasten, Zugspitze, Spitze, Standardzylinder, große Füße. Ist echt cool. Das heißt, sie sind in der Arbeit. Ich kann es kaum abwarten. Ganzes Sortiment an exklusiven Sets anzubieten. Nur für die NSA. Jetzt müssen wir noch weiterentwickeln. Viel Erfolg. Was will er jetzt hier? Hast du kurz gesagt? Sicher! Ich habe jetzt Bewegung, die Raketen zu bauen. Natürlich, Kenngeschäft mit dem gesagt, aber es steckt ein höheres Ziel dahinter. Ich hoffe, es ist dir bewusst. Ja, wir wollen das Weltraum freimachen. Deshalb wissen, wofür es steht. Wir können nicht zu Raketen bauen, als den Clown von Star zu befreien. Wir wollen alle aus den Clown von Tech-Riesen befreien. Genau! Im Grunde entwickle ich ein Netzwerk aus Raketenbauern, die in der Lage sind, ausgefallene Raketen zu bauen. Raketen, die Satelliten in die Luft bringen können. Die Satelliten werden gemeinsam in ein eigenes Netzwerk bleiben. Ein eigenes Internet. Nice. Sie werden ein Internet hosten, das ganz ohne die Tech-Riesen auskommt. Ein Internet, das Daten nicht als Währung nutzt. Ein Internet, in dem die Regierung ohne oder Konzerne nicht dich nicht ausspielen können. Ich weiß, aber man muss es versuchen. Es ist mir wichtig, ja, Revolution einläuten. Ich hoffe, dass du dich mir anschließt. Komische Antwort, das sei noch nicht ganz verstanden jetzt gerade. Spitze, das habe ich gehofft. Also zu uns gestoßen bist, wusste ich gleich, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Also eine Rakete, die einen Satelliten tragen kann. Genau. Damit der Plan funktioniert, muss ich die Rakete in einer erdnahen Umlaufbahn erreichen. Und wie willst du das anstellen? Da kommst du ins Spiel. Um die erdnahe Umlaufbahn zu erreichen, muss die Rakete eine Höhe von mindestens 160 km erreichen. Und du musst beweisen, dass du das schaffst. 160 km da. Verjagt es wohl. Tja, da bin ich raus, die Höhe wieder zu erreichen. Endlich damit raus. Das soll ich. Ja, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Wow. Immer langsam mit den Pferden. Entwurst ist allen Ehren, aber damit bist du selbstbewusst. Du musst mich nicht beeindrucken. Ich weiß längst, dass du diese Raketensachen drauf hast. Okay. Mir ist klar, dass die Höhe weit über allem liegt, was bisher erreicht hast. Zum Glück hat unser Kumpel Racern ein paar Nachforschungen zu Trägerraketen und den verschiedenen Komponenten, die wir dafür benötigen, brauchen, angestellt. Vielleicht solltest du mit ihm reden. Okay, werde ich machen. Vergiss erstmal die Sache mit dem Satelliten, das kommt dann später dazu. Dafür muss ich ohnehin erst noch eine Menge organisieren. Wir stehen gerade erst am Anfang. Okay, müssen wir also mit Racern reden. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, denn die Folge ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ihr also einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.